Hallo und hurra, wir sitzen hier im Wahllokal im Wahlkreis 175. Neben mir sitzt Ingmar Jung, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und ehemaliger Landesvorsitzender der Jungen Union. Ingmar, du weißt, wie Wahlkampf funktioniert. Was rätst du uns für die letzten 48 Stunden? Naja, macht einfach so weiter wie jetzt. Ich habe gerade hier, glaube 40 junge Leute gesehen, die heiß drauf waren, einen Platz an diesem Tisch zu bekommen, von dem aus ihr den Wahlkampf plant. Du bist die ganze Zeit da, du beantwortest Fragen hier. Also wenn die Stimmung überall so ist, dann kann ich nur sagen, macht weiter so. Genau das haben wir vor. Also wer uns Fragen schicken will, mir Fragen schicken will als Kandidat der CDU für den Deutschen Bundestag, Fragen hat zur Landtagswahl in Hessen, der kann uns schreiben auf Twitter oder auf Facebook, kann auch dem Häkelbiber schreiben, der hier bei uns ist. Und wir versuchen, die nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten, weil wir der Meinung sind, Hessen muss weiter bürgerlich regiert bleiben, Angela Merkel muss Bundeskanzlerin bleiben, damit unser Land eine gute Zukunft hat. Und alle müssen wählen gehen am Sonntag. Oder Ingmar, wie siehst du das? Ich kann nichts mehr hinzufügen. Okay, was machen wir mit der Zweitstimme, Ingmar? Mit der Zweitstimme wählen wir selbstverständlich die CDU, weil vor allen Dingen Leute wie du wissen müssen, dass im Bundestag Überhangmandate eh nicht ausgeglichen werden. Das heißt, jede Stimme, die nicht bei der CDU landet, ist eine verschenkte Stimme. Und die Partei, mit der wir koalieren wollen, kriegt sowieso mindestens 7%. Also, man kann sich nur merken, wer Mutti will, muss Mutti wählen. In diesem Sinne bin ich Peter Tauber. Hurra!